Moin Leute, ich heiße nicht nur Brokkoli, sondern euch auch ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Indie-Ecke hier auf meinem YouTube-Kanal. Diese Woche wird es wahrscheinlich ein kürzeres Video, aber es geht trotzdem um eine Perle, die ich sehr, sehr gut finde, und zwar um Northgard. Zu Northgard habe ich schon ein Kennst du eigentlich gemacht, das habe ich euch unten auch in der Videobeschreibung natürlich verlinkt. Und diese Woche geht es um Hrelsweg, den neuen Clan, der am 15.09. herausgekommen ist für das Spiel. Was der Clan kann, was ihn ausmacht, was Northgard über diesen Clan sagt, beziehungsweise wie es den Clan einschätzt und was ich eigentlich von dem Clan überhaupt halte, das sehen wir einfach gleich. Der Clan des Adlers ist der 9. Clan, den ihr euch dazu kaufen könnt, kostet momentan 4,49 € auf Steam, beziehungsweise der 15. Clan insgesamt. Von den Winden getragen müssen die flinken Entdeckler von Hrelsweg kein großes Territorium besetzen, denn sie wagen sich bereitwillig nach draußen, um Ressourcen zu sammeln. Ihre profunde Kenntnis des Geländes und ihre Fähigkeit, es voll auszunutzen, ermöglicht es ihnen, in trostlosen Gegenden zu überleben. Sie werden von Griff angeführt, dem einzigen Überlebenden eines ausgestorbenen Clans. Der Clan des Adlers umarmt die komplette Mechanik der weiten Felder des großen Territoriums. Die brauchen nicht viel Platz, sondern können sich ihre ganzen Ressourcen und Materialien so zusammensuchen. Das spiegelt sich natürlich auch später in den Mechaniken wieder, auf die wir gleich eingehen möchten. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein mit der wichtigsten Einheit, und zwar dem Warchief, Griff. Nach dem Fall des Clans ihrer Eltern verwaist, wurde Griff in den jungen Jahren von den Anhängern von Hrelsweg adoptiert. Diese Demonstration der Anpassungsfähigkeit machte sie zu einem perfekten Anführer für den Adler-Clan. Der Anführer des Adler-Clans, eine relativ starke Einheit, wie ich finde. Jetzt gerade seht ihr auch hier eingeblendet im Bildschirm die einzelnen, die einzelnen Stats dieser Einheit. Und ich habe ja auch schon ein, zwei Runden mit dem Clan des Adlers gespielt und muss sagen, ich habe echt gedacht, heftig haut der zu. Also der. Da habe ich echt das Gefühl gehabt, ich habe gegnerische, normale Krieger mit zwei Schlägen meines Warchiefs einfach umgehauen. Der Clan bringt natürlich auch eine ganze Menge neue Mechaniken mit in das Spiel. Ihr seht das auch, wie gesagt, jetzt gerade hier. Oder ich möchte es einfach mal nach und nach mit euch durch. Also, die Voliere ersetzt das Speerlager. Dort werden Falken ausgebildet, die auf der Karte im Laufe der Zeit vergrabene Schatztruhen enthüllen. Beziehungsweise sie ersetzen das Speerlager und die Falkner erforschen und decken die Karte auch auf. Für jedes aufgedeckte Feld bekommt ihr eine bestimmte Anzahl an Wissen. Außerdem trainieren Falkner ihre Falken darauf, vergrabene Schätze zu finden. Also die Voliere hat so einen kleinen Balken, der sich immer wieder füllt und dann werden vergrabene Schätze gefunden. Und diese Schätze könnt ihr mit eurem Clan als einzige plündern. Ihr könnt dann einfach eure Falkner dorthin schicken, sofern das Feld von keiner neutralen bzw. feindlichen Einheit besetzt ist. Also solange kein Drauger, Wolf, Bär oder gegnerischer Clan da drauf ist, kann ein Falkner von euch quer über die Karte dahin laufen und das Ding aufsammeln. Da kann Essen drin sein, da kann Eisen, da kann Stein, da kann Holz drin sein, Geld, Wissen, da kann halt einfach alles drin sein. Man beginnt mit einem Falken. Man kann mehrere Volieren bauen, dann bekommt man mehrere Falken. Und Falken verwandeln geräumte Zonen in Friedhöfe bzw. sogenannte Knochenfelder, so heißt es im Spiel, um natürliche Ressourcen aus der Zone bereitzustellen und deine Einheiten zu heilen. Das heißt, es stehen zwei Wölfe auf diesem Feld, ihr tötet diese Wölfe mit zwei Kriegern und dann kommt so ein kleiner Timer. Ich glaube, 2 Minuten sind das, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und in der Zeit werden eure Krieger geheilt, solange sie auf diesem neutralen Feld stehen, beziehungsweise alle Einheiten, die dort stehen, werden geheilt. Es gibt einmal diese vergrabenen Truhen, die kann nur der Adler-Clan aufsammeln. Auf der anderen Seite gibt es dann halt auch noch diese, ich sage mal, Lootboxen. Ich weiß, das sind keine Lootboxen, aber es trifft es am ehesten irgendwie für mich. Wenn ihr ein Feld von Gegnern befreit, droppt so ein Beutebeutel, so eine Lootbox. Und da können alle möglichen Sachen drin sein. Da kann dann Essen drin sein, da kann dann ein bisschen Holz drin sein, ein bisschen Wissen. Auch gemischte Einheiten oder gemischte Ressourcen können da drin sein. Und die kann halt entweder der Adler oder ein befreundeter Clan halt aufsammeln. Was auch nochmal so ein bisschen einen Unterstützungsaspekt für den Clan mit reinbringt. Also es ist nicht nur ein reiner Ich-Ich-Ich-Clan. Kommen wir nochmal kurz auf die Volieren zurück. Volieren benötigen keinen Bauplatz. Also ihr könnt in jedes Gebiet meinetwegen eine Voliere bauen. Die erhöhen dann die maximale Anzahl
an Adlern, die ihr auf so ein Knochenfeld senden könnt. Je mehr Adler ihr auf ein Knochenfeld sendet, desto stärker und länger die Heilung, desto besseren Loot kommt in diese Lootboxen und so weiter und so fort. Der Clan hat aber auch natürlich einen kleinen Nachteil. Er kriegt keinen Ruhm, wenn er neue Felder besetzt. Das finde ich angesichts der relativ überwiegenden positiven Effekte auch halt nur fair. Also man bekommt Wissen, wenn man Gebiete entdeckt, man hat Lootkisten, die man finden kann, man hat vergrabene Schätze, die man finden kann. Also irgendwo muss dann ja auch mal ein kleiner Nachteil sein, und das ist dann halt dafür, dass man keinen Ruhm bekommt, wenn man neue Gebiete kolonisiert. Trotzdem hat natürlich der Adler-Clan auch Ruhmstufen, und zwar wie die anderen auch bei 200 und 500. Bei 200 ist das der sogenannte Nomadenstamm. Einheiten außerhalb des Hoheitsgebiets verbrauchen 30% weniger Nahrung und Feuerholz. Gebiete können mit Hilfe von Nahrung aufgewertet werden. In aufgewerteten Gebieten gewähren Gebäude plus eine Bevölkerung und Militärgebäude plus eine Kriegsmeute. Das finde ich schon echt gar nicht so schwach, um ehrlich zu sein. Also man kann dann quasi sein ganzes Militär vor die eigene Grenze stellen, so dass die dann 30% weniger Nahrung und Feuerholz verbrauchen. Der zweite relativ starke Aspekt ist, Gebiete können mit Nahrung aufgewertet werden. Vorher hat das immer 100 Coins gekostet. Beim Adler-Clan habt ihr die Möglichkeit, auch dann einfach 100 Nahrung zu nehmen. Was natürlich auch ziemlich stark sein kann, wenn man so wie ich ziemlich scheiße ist in der Coins-Produktion und Nahrung eigentlich immer ganz gut läuft. Auf der Stufe 500 ist das die Ruhmstufe Plündern. Ruinen, Schiffswracks und alle Spezialgebiete können erneut erkundet werden, um zusätzliche Ressourcen zu erhalten, mit Ausnahme von Ruhm. In einem Gebiet, für das bereits ein Besiedlungsbonus beansprucht wurde, kann ein weiterer gefordert werden. Außerdem kann man dann mit seinen Falknern Ruinen, Schiffswracks etc. einfach nochmal erkunden, nochmal Geld, nochmal Holz und Wissen und was es nicht sonst alles noch gibt sammeln. Finde ich auch eigentlich gar nicht so schlecht. Muss ich aber sagen, finde ich nicht ganz so stark wie die 200er Stufe. Und die 200er Stufe ist einfacher zu erreichen. Ich bin auch mal gespannt, wann der Clan genervt wird oder angepasst wird. Aber jetzt gerade finde ich ihn, um es mal vorwegzunehmen, relativ stark. Kommen wir jetzt mal zum Relikt des Adler-Clans. Und das ist Vidopnirs Feder. Enthüllt eine wertvolle verfluchte Schatztruhe, die von teuflischen Feinden bewacht wird. Für jede geöffnete, vergrabene Schatztruhe erhaltet ihr einen dauerhaften Angriffsbonus von 2% auf alle eure militärischen Einheiten. Maximal 10%. Jede eurer bereits vorhandenen militärischen Einheiten erhält einen Angriffsbonus von 10%, wenn ihr eine verfluchte Schatztruhe öffnet. Der kombinierte Bonus dieser Effekte kann pro Einheit nicht höher sein als 30%. Ich finde auch dieses Relikt relativ gut, muss ich sagen, weil es auch wieder dazu animiert, die Mechaniken, die dieser Clan mitbringt, den einfach auch auszunutzen und einfach auch zu sagen, okay, ich gehe jetzt für diese vergrabenen Schatztruhen und sammle die jetzt ein. Und das Beste ist, wenn man das Relikt relativ spät erst baut und man hat schon 5 vergrabene Schatztruhen gelootet, bekommt man trotzdem 10%. Also das Spiel checkt auch, wie viele Truhen ihr schon aufgemacht habt, und ihr bekommt den Bonus dann sofort zugeschrieben, wenn ihr das Relikt dann einfach platziert. Bevor wir jetzt zum Fazit kommen, kommen wir natürlich nochmal zum clan-spezifischen Wissen, was der Adler-Clan so mit sich bringt. In dem obersten Wissensbaum haben wir an der zweiten Stufe Wachposten. Falkner erhalten Wache halten. Die Falkner schicken ihre Falken los, wodurch sie die Angriffskraft militärischer Einheiten um 10% und die Produktion verbündeter Spezialeinheiten um 15% verbessern. Spezialeinheiten sind Einheiten wie Holzfäller, Farmer, Jäger, Fischer. Also alles außer Dorfbevölkerung, quasi Dorfbewohner. Das ist eine Sache, die könnt ihr selber steuern. Da könnt ihr im Falkner einfach anklicken, hier Wache halten. Könnt dann auch ein Feld auswählen. Und der Falkner steht dann da auch die ganze Zeit. Und der Falke fliegt auch über dieses Gebiet. Das heißt, wenn ihr solche Wache halten Moves macht, dann braucht ihr natürlich auch mehrere Falkner. Weil pro Wache halten Move braucht ihr einen Falkner, der dann seinen Falken auf dieses Gebiet halt lenkt. Das wird so lange gemacht, bis ihr das dann einfach manuell auch wieder abbrecht. Das ist auch das einzige clanspezifische Wissen, was im obersten Wissensbaum zu finden ist. In der Mitte, beim militärischen Baum, so nenne ich ihn mal, ist tatsächlich das meiste zu finden. Und da machen wir jetzt einfach mal weiter. Und zwar bei der zweiten Stufe, auch dort ist ein Wissen zu finden, und zwar Blutadler.
Balkenschützen verbündete Einheiten auf Knochenfeldern mit Blenden. Eine geblendete Einheit verfehlt 3 Sekunden lang mit jedem Angriff das Ziel. Wenn ihr quasi 2 Wölfe umgehauen habt und das Gebiet ist ein Knochenfeld und dann kommt der Gegner rein und will euch auf die Mappe hauen, weil ihr habt ja sein Feld geräumt, was er eigentlich haben wollte, aber ihr wollt es auch haben. Ja, und der Falke kreist da drüber und blendet die gegnerischen Einheiten automatisch und die verfehlen dann einfach 3 Sekunden lang ihre Angriffe mit jedem Angriff. Das kann euch auch nochmal so ein bisschen dieses kleine Quäntchen Glück, dieses kleine bisschen Vorteil bringen, um die Gegner dann auch wieder zurückzudrängen. Dann in der nächsten Stufe ist das Ausbildungsgelände. Spieler erhalten +1 Zufriedenheit für jedes an euer Hoheitsgebiet angrenzende, unbeanspruchte Gebiet, auf dem keine feindliche Einheit steht. Wie ich das am Anfang schon erwähnt habe, der Adlerclan steht für Freiheit, für weite Felder, für weite Sicht etc. etc. Das heißt, wenn euer Gebiet relativ länglich gebaut ist und ihr überall unbesiedelte und neutrale Felder, wo keine feindlichen Einheiten draufstehen, an euch angrenzen habt, kriegt ihr sehr, sehr viel Zufriedenheit. Das wird halt einfach addiert. Also da gibt es kein Cap nach oben. Ich glaube, ich hatte 8,5 irgendwann letztens mal. Der letzte Effekt im militärischen Baum ist Raubwirtschaft. Der Knochenfeldeffekt wird auf gegnerische dekolonisierte Gebiete angewendet. All eure Falken erhalten Ressourcen von gegnerischen Produktionsgebäuden in dem Gebiet. Ihr greift einen Gegner an, ihr seid in seinem Gebiet drin, dekolonisiert ein Gebiet und dann wird das einfach zu einem Knochenfeld gemacht. Quasi, eure Einheiten werden geheilt. Ihr lootet sogar noch dieses Gebiet und sammelt da dann das ganze Loot ein, was er da hatte. Also wenn da irgendwie ein Wissenstein und eine Jägerhütte war, dann kriegt ihr natürlich Wissen und Essen. Ja, ich persönlich bin immer relativ stark in den militärischen Baum gegangen beim Falkenclan bisher. Weiß nicht, ob das gut ist oder nicht. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Clan gespielt habt oder spielen würdet, wenn ihr ihn selber einfach zockt. Und dann im untersten Baum haben wir auch nur ein Wissen und das ist die Nahrungssuche. Für das Schließen eines Wolfsbau, einer Draugergrüfte oder die Besiedlung eines besonderen Gebiets gibt es 60% mehr Ressourcen. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Das heißt, wenn ihr quasi euch erweitert und sowieso gegnerische Einheiten umhaut und eigentlich neutrale Gebiete erobern möchtet, kriegt ihr einfach nochmal ein bisschen was on top. Also wenn ihr 10 Eisen kriegt, kriegt ihr halt nochmal +60%. Das heißt nochmal 6 Eisen obendrauf. So, abschließend kommen wir jetzt natürlich auch mal zu meinem Fazit, was ich denn von Hellsweg halte. Ich finde, Hellsweg ist ein super Clan, um gut und schnell einsteigen zu können in das Spiel. Ich hatte überhaupt keine Probleme, der Clan hat mir echt Spaß gemacht. Ich finde das Design richtig cool von dem, von dem Kriegshäuptling. Ich finde die Idee geil mit den Adlern, dass man auch Falkner hat. Also man hat halt neue Einheiten, man hat halt eine neue Mechanik. Macht irgendwie, bringt das ganze Spiel nochmal in so einen komplett neuen Tonus mit rein. Es ist halt die Frage, ich glaube nicht, dass er zu stark ist, der Clan. Es könnte aber sein, dass wahrscheinlich die Beutebeutel etwas angepasst werden müssen und dass die Knochenfelder auch ein bisschen angepasst werden müssen. Weil die beiden Fähigkeiten finde ich schon sehr stark, dass man halt einfach seine Einheiten, egal wie weit man wegsteht, heilen kann auf einem befreiten bzw. dekolonisierten Gebiet. Finde ich ziemlich stark und auch das mit den Beutebeuteln finde ich auch echt heftig, weil da ist das dann auch egal, wie nah man am eigenen Hauptgebäude dran steht. Man bekommt den Loot so oder so. Aber wie gesagt, das ist halt Sache von Shiro Games und wie die das dann handhaben. Nichtsdestotrotz finde ich diesen Clan deutlich, deutlich besser gelungen als den Clan der Ratte. Den mag ich irgendwie nicht so sehr. Das war der letzte Clan, der rausgekommen ist. Deswegen gab es da keine in die Ecke zu, weil ich euch da keine Kaufempfehlung geben kann. Und da kommen wir jetzt auch schon zum letzten Punkt. Kann ich euch eine Kaufempfehlung geben für Hellsweg, den Clan des Adlers? Auf jeden Fall. Wenn ihr das Spiel gerade neu angefangen habt und ihr habt quasi alle Basis-Clans entdeckt, dann würde ich euch tatsächlich auch sagen, kauft euch den Adler-Clan. Das ist ein toller Clan zum Kennenlernen von komplett neuen Mechaniken. Bringt, also strengt die Birne noch ein bisschen an, aber ist jetzt nicht so mega anstrengend, dass man sagt so, boah, es sind so viele neue Mechaniken, ich komme gar nicht klar. Sondern das Grundprinzip ist relativ easy zu verstehen und dann kann man darauf gut aufbauen. Dann kann man sich ja immer noch sagen, okay, ich kaufe mir jetzt immer schwerere Clans, lege mir die zu und übe dann die immer schwierigeren Clans. Deswegen, Hellsweg, auf jeden Fall eine Kaufempfehlung von mir. Was auch eine Empfehlung von mir ist,
auf diesem Kanal ein Abo dazulassen und auf jeden Fall auch eine Bewertung und einen Kommentar, wie ihr diese Indie-Hack gefandet. Es war ein bisschen theoretischer, das Ganze. Ich habe jetzt kein krasses Gameplay dahinter, weil ich finde so Strategie-Gameplay immer sehr schwierig und sehr ununterhaltsam. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass es euch gefallen hat und dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet aus diesem Video. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns einfach demnächst wieder. Genießt die Zeit, macht das Beste draus und wir sehen uns Mittwoch oder Sonntag wieder zu einem neuen Video hier auf YouTube. Bis dann und ciao, ciao.